wirklich durchgespielt und bisher habe es nie wirklich gespielt. Ich dachte mir, ich zock's einfach heute mal mit euch. Guten Tag. Also, hallo. Ich hoffe, man hört mich ganz gut. Ja, wahrscheinlich. Ja. So. Jetzt. Geht's gleich los. Geht gleich los. Ich finde, die Musik ist cool eigentlich. Ja. Das ist jetzt Twitch. Das ist jetzt das neue Twitch Soundtrack. Also, es ist lizenzfreie Musik. Nur, dass ihr alle mal wisst. Dieses Lied ist jetzt alles jetzt lizenzfrei. Das ist lizenzkonform. Zwar hört man das wahrscheinlich. Wahrscheinlich hört man das jetzt nicht mehr in den VEDs, aber ja. Aber naja, gut. Gut, so, wollen wir jetzt anfangen? Ich bin dafür, dass wir anfangen. Ich sag nochmal hallo und herzlich willkommen bei meinem Stream. Ich bin der Captain Banana und wir spielen heute mal wieder weiter The Murdered Soul Suspect. Soul Suspect. Und ich habe ein neues Mikro. Ich hoffe, man hört's. Gut, ich schalte mal rum. Findet ihr nicht. So, Musik aus. Ah, cool. Okay, ja. Eine Sache noch. Ich habe vergessen, Ton wieder einzuschalten. So, da. Ton. Danke. So. Und wir fahren fort. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Werden wir sehen. Ach, wir waren da, genau. So, wer jetzt fragt, wo wir hier sind oder was wir sind. Also wir sind ein Geist, wie man es schön sieht. Und dieser Geist hier ist ein Detective, der von einem Mörder getötet worden ist. Und wir sollen jetzt einen Augenblick. So, da bin ich wieder. Entschuldigung für die Unterbrechung. So, jetzt gucken wir nochmal, was jetzt hier wegen dem, ja.
So, jetzt geht's aber wirklich los. So, gehen wir nochmal in die rein, hören uns nochmal an. Gott, warum erzählen Sie uns nichts? Ja, warum erzählen Sie uns nichts? Ich weiß noch nicht. Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Oh mein Gott. Sie wollen nicht allein draußen sein. So, nochmal. Warum fällt mir keine originelle Frage ein? Ja, ne. Weiß ich auch nicht. Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Nicht? Es ist keine Party? Schade. Warte, ich bring mal Musik rein. Jetzt ist eine Party. Entschuldigung. Warum will jeder die ekligen Details wissen? So. Scott sollte sich mal entspannen. Ach ja. Naja, gut. Haben wir eigentlich schon alles gehört beim letzten Mal. Wer es gerne noch sehen möchte, fast alle Teile sind auf YouTube zu sehen. Ja, und habe ich auch als Highlight hier auf meinem Twitch-Kanal. Also, ja, wenn es gerne nachgucken möchtet, nach dem Stream. Hey, Broyles! So, hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Baxter sucht das Mädchen. Baxter hat sich nach einer der vermissten Mieterin erkundigt. Warum wohl? Ja, weil sie weg ist. Gut. Meiner Mom. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? So, keine Ahnung, das ist eine gute Frage. Ja, unsere geliebte Waffe. Meine Primärwaffe. Moms Geschenk. Ich hatte zwei Waffen und konnte es nicht mit... Was? Ich hatte zwei Waffen und konnte es nicht mit ihm aufnehmen? Himmel. Bin ich schlecht. Oh, guck mal. Männchen. Na, Details. Mars hat er mit dem Mörder gesucht. Suchend, kämpfend, zufällig. Weggehen, zielsicher. Ich glaube. Zielsicher? Boah. Der suchende Mörder. Der Glockenmörder hat nach etwas gesucht oder nach jemanden. Wonach hat er gesucht? Sollen wir nochmal den Flashback anhören? Nee, haben wir schon. So. Einmal hier reingucken. Ist nix. Was ist hier? Oh, hier ist was zum Sammeln. Treffen mit Ronan Roh. Ronans Eltern. Normal sind es die Verlobten, die nervös wegen dem Treffen mit den Eltern des Auserkorenen sind. Aber ich freute mich darauf und Romans Eltern waren aufgeregt. Einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ronans Dad fuchtelte die ganze Zeit mit seinen Händen herum, als versuchte er, seine plumpe Natur zu unterdrücken. Es war süß. Und Lilian
ist ein Rohdiamant. Sie ist ein gutes, ein gutes Herz. Ich hoffe, sie verstehen, wie sehr ich sie mag. Das war doch ein bisschen viel. Mit den ganzen Kommas. So. Ansehen. Ein- oder Ausgepäck. Achso, ein- oder ausgepackt. Wenn jemand auf die Abreise gepackt hat, warum sollte man sie das zurücklassen? Eine gute Frage. So. Was gibt's hier? Achso. Zurück. Ansehen. Geheimnisvolle Zeichnungen. Arbeitet die Mieterin mit Kindern? Dies scheinen psychologische Skizzen zu sein. So. Ich gucke. Was ist hier drin? Enthüllen. Sammeln. Ein nasses Grab. Eine Reihe mysteriöser in Erinnerung gesammelt. Flashback abrufen? Ich erinnere mich noch immer an die Anzeige für die Regal Apartments in der Zeitung. Viele sahen in ihnen nur schäbige, heruntergekommene Löcher. Aber ich sah einen Ort mit Geschichte und Charakter. Ein Ort voller künstlerischer Inspiration. Bald war ich offizieller Mieter von Apartment 3A. Im Rückblick wünschte ich wäre dort nie eingezogen. Meine neue Wohnung hatte mehr Charakter als erwartet. Die Teppiche waren merkwürdig feucht, die Rohre rostig und ich konnte den Mieter unter mir hören, der gegen die Wände schlug und lauthals schrie. Sicher, es gab noch andere Probleme, aber mit denen konnte ich leben. Womit ich nicht leben konnte, war Duschen mit braunem Wasser. Mysteriöse, undichte Stellen, die den Teppich schimmeln ließen und dem nervigen Nachbarn. Ich rief den Klempner, der ankam, als ich gerade ein Wörtchen mit dem Typen unter mir reden wollte. Als ich ihm die nassen Stellen auf dem Teppich zeigte, kratzte er sich am Kopf und erklärte, nichts leckte und der Grund sei vermutlich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken. Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem damit, braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Boiler liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf. Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden, doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Boilerraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort, aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. In dem alten Boiler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten. Die Polizei ermittelt noch in dem Mord und der Vermieter hat versprochen, den Boilerraum zu renovieren. 3A ist wieder zu haben. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder sauber fühlen werde. Lecker. Lecker. Bisschen mit Leichenwasser geduscht. Da schaudert's mich. So, weiter geht's. Wo könnte der Mörder denn noch? Spirituell. Buch der Geister. Über Geister. Ein Buch über Geister und verschiedene Reiche. Okay. So, ist hier was?
Oh, guck mal, hier ist jemand. Aha. Was hat das Mädchen gemacht? Beobachtet? Sich versteckt? Verängstigt? Beobachtet. Sie versteckte Zeugen. Es gab eine Zeugin meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Das ist eine gute Frage. So, gucken wir mal weiter und weiter. Nein, hier ist nichts. Oh, hier könnte ich verlassen. Hier nicht. Oh. Mein letzter Kampf. Beschädigte Wand. Ich wurde ziemlich übel mit herumgeworfen. Der Typ ist stark. Okay. Zerbrochen. Na, zerbrochenes Fenster. Das Fenster, aus dem der Mörder mich geworfen hat. Ach ja, ich kann ja hier rumlaufen. Details. Was? Statusabfrage der Vermisstenmeldung. Leider nicht zu erlesen. Bitte beachten. Das ist dieselbe Cassandra Foster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salem gearbeitet hat. Das ist natürlich verdächtig. Eine der vermissten Mieterin Cassandra Foster hat als beratende Medium für die Polizei gearbeitet. So. Wollen wir mal hier rein. Der sagt nichts. So. Anzeichen eines Kampfes. Joa, sein eigenes. Meine Konfrontation mit dem Mörder hat zu einem wilden Kampf geführt. Joa. 6. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Sorge um Joys Sicherheit. Ja, wo ist das denn? Bin ich blind? Sorge. Die letzte Ruhestätte. Ja. Das hatten wir eigentlich schon gelesen, aber okay. Ich weiß nicht, unter was das fällt. Das ist irgendwie schade. Ach hier. Es gab eine Zeugin glaubt, der Mörder war absichtlich auf dem Weg in den obersten Stock. Es ist kein Zufall. Ja.
Die Ergebnisse der Cops bringen mich nicht auf die Spur des Mörders. Ich sollte mit mir die Wohnung im obersten Stock ansehen. Ja, zu mir. Aber hier war doch eigentlich... Okay, leider kann ich es nicht sehen. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Der sagt nicht viel. Wir müssen immer noch 14, noch 4 Hinweise sehen. Habe ich schon damals nicht toll gefunden. Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier weg kann. Okay. Ich weiß es echt nicht. Komme ich denn hier raus? Ach. Hier komme ich raus. Okay. Ach, ich hab das schon. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Bin ich also reingeplatzt? War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Eine gute Frage. Der Mörder ist vielleicht hinter dem Mädchen her. Ja, wahrscheinlich. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Jo. Fehlt mir so. Ja, zurück. Und jetzt erstmal hier hin wahrscheinlich. Nee.
sonst? Wartet mal. Nee, da. Ah, es tut irgendwie besser. So. Ich glaube, ich muss den da jetzt hinlotsen. Oder was sagt die Aura? Habe ich nicht nur irgendeine Aura? Die richtigen Beweise. Welche Beweise soll ich denn jetzt noch suchen? Mm-hmm.